Heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir fahren heute mal auf Haaren, die Linie 17 nach Buchenau. Genau. Ich habe schon mehrere Anläufe gehabt, deshalb will ich hier auch schnell starten. Wird heute ein sehr ruhiges Video. Ich will euch die Szenerie und Kulisse zum Anschauen selbst überlassen. Da ich nicht wirklich viel zu sagen habe hier in diesem auf dieser Map, ich kann nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe die gestern installiert. Ich habe so einen Freund gefragt, sag Bus, sag Map und ich fahre so. Deshalb widme ich diese Folge dem lieben Omsibär. Ich fahre auch sein wunderbares Repaint. Viele Leute dürften ihn, die noch bei Facebook sind, vielleicht noch kennen. Der hat damals auf Facebook sehr viel gestreamt. Hatte auch kurzzeitig bei YouTube gestreamt. Die Jüngeren hier unter uns dürften ihn, glaube ich, nicht kennen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er alt ist, so, ne? Aber ist schon etwas länger her, wo er gestreamt hat. So, ich fahre mal hoch hier. Diesen wunderschönen 305G. Ist schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe die Fenster alle schon offen. Weil ich mich hier echt blöd angestellt habe. Machen wir mal den Motor an. Auch wunderbar diese Soundkulisse von dem Bus. 1A. Deshalb werde ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Ich glaube, man kann doch hier irgendwie die Automatik einschalten, ne? War denn das? Genau. Genau, wir fahren von Schloss Sinden nach Buchenau. Wunderbar. Mit dem Matrix-Mod. Das passt soweit. Ich spule mal die Zeit ein bisschen vor. Jetzt noch eine Minute. Stellen die auch mit rein? Das wäre jetzt mal interessant. Hallo. Nee, tun sie nicht. Okay. Mir ist das zu kalt hier im Bus. Guten Tag. Ach, bitte. Hallo. Wir haben es 30 Grad Außentemperatur. Also. So. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ich irgendwas zu sagen habe, werde ich es bestimmt zwischendurch mal reinrufen. Einfach herrlich, dieses Haus. Ich muss zu meiner Verteidigung noch sagen, ich bin den Bus sehr selten gefahren. Sehr selten. Deshalb entschuldigt mich, falls ich irgendwo gegenfahren sollte. Oder nicht ganz die Kurve fahren sollte. Nächste Haltestelle sind in Tulpenburg. Ich glaube, ich werde gleich nochmal die... Mein Gott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Oder? Die Sitzposition werde ich nochmal anpassen müssen. Also die Probefahrt hier hatte ich hinter mir, das ist einfach eine wunderschöne Map. Ich weiß gar nicht, wieso ich die nicht früher schon gefahren bin.
Uiuiui, sagen wir, können Sie nicht mal rückständig fahren? Das tut mir leid. So. Müsste ich ein bisschen zurück. So. Schauen wir mal ein bisschen weiter höher. So. Nächste Haltestelle, Wunderheiler. Rein. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Kummersdorf Ort. Uiuiui, das heißt, es wird sehr eng hier. Ja, der fährt sich echt geschmeidig, ne? Muss ich sagen. So selten wie ich fahre. Den wunderbaren Omsi-Bären paint. Oh, ich höre einen Kollegen. Mir den besten Bus ausgesucht. Beziehungsweise da hat der liebe Omsi, wer sich den besten Bus ausgesucht. Mann. Ach, das war's ja schon. Ja, der will hier rein, okay. Rechts, links, ganz vorbildlich.
Nächste Haltestelle: Kummersdorf, Innsbrucker Straße. Hab ich irgendwie vergessen, weiterzuschalten oder so? Hallo. Sehr schöne Soundkulisse. Nächste Haltestelle: Poststraße. Also auf dieser Map kommt mir dieser Bus wie ein Schlachtschiff vor. Aber Poststraße, wieso habe ich denn jetzt hier was ganz anderes geschildert? Ah, ich verstehe. Ich habe was ganz... Okay. Ich habe was Falsches geschildert. Okay. Dann brauchen wir jetzt gar keine Ansagen weitermachen. Und müssen ab dem Bahnhof nochmal von vorne machen. Falsche Route nur. Uiuiui. Alles? Ja, jetzt fährt er weiter. Diese Linie ist am wenigsten gemacht für den Gelenkbus. Guten Tag. Guten Tag. So, dann müssen wir nochmal. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. So. Guten Tag. Alles gut auf Anfang und ab jetzt geht das. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof. Das ist auch ein schöner Zug. Geht direkt weiter.
Dadurch, dass wir mit dem Bus so schleppend vorankommen, haben wir schon gut Verspätung angesammelt. Nächste Haltestelle, Sinden Tulpenweg. Sehr schöne Kleinstadt hier, oder Dorf. Ihr wollt hier nicht rein und habt da Pech. Dann geht's auch direkt weiter. Nächste Haltestelle, Wunderheide. Das ist ja kein B. Vom Grill läuft. Boah, fährt der Scheiße. Ich sollte auch aufs Navi gucken. Okay, das sieht so aus, als müsste ich zuerst hier entlang. Bin ich kein echter Busfahrer. Tag. Einen wunderschönen Tag. Okay, das könnte jetzt, glaube ich, sehr hässlich werden. Nächste Haltestelle, Kurmersdorf Ort. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Okay.
Okay, gut, das sah schlimmer aus. Shit ist ja für den Arsch hier. Oh Mann, das Schalten, das dauert viel zu lange. Also das nächste Mal mache ich, glaube ich, wenn ich abfahren will, eine richtige Probefahrt. Damit ich auch weiß, dass hier keine Gelenkbusse auf dem Gebiet gehören. Ja, komm. Bleibt der jetzt da so lange, bis ich hier... Okay. Das ist natürlich... Danke, lieber Kollege. Danke, danke. Natürlich sehr cool, dass sie gewartet hat. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Komasdorf. Straße. Sehr cool gestaltet. Weiß nicht, wo der jetzt lang will. Okay. Komm aus dem Knick. Hallo. Sehr schön. Aber es wird halt wirklich sehr eng, die Straßen hier, ne? Ja, wir stecken jetzt fest, wir müssen. Augen zu und durch. Ein Sprinter wäre zu klein, aber sehr für sehr erfahrene Leute hier die Strecke. Ich merke schon.
bisschen mehr Erfahrung mit dem Bus, glaube ich, hätte für mich, glaube ich, auch nicht geschadet. Ist natürlich jetzt jetzt okay. Nächste Haltestelle Poststraße. Ach ja, mein Betriebshof. Sehr interessant. Also ich glaube, pünktlich werden wir nicht am Ziel ankommen. Kreuz war nämlich schon eine andere Linie. Hallo. Ja. Die 20. Ist auch ganz interessant, mal jetzt zu sehen, wie das hier ist, weil die Linie kenne ich gar nicht. Ich erkunde sie jetzt auch quasi. Ist mal was anderes. Ja. Nächste Haltestelle. Schnitzelbergweg. Hier hatte ich gestern dann meine Probefahrt gemacht und ich weiß, das wird jetzt gleich sehr eng. Das wird jetzt sehr schwierig anzuschauen sein. Oh, das geht ja. Gestern mehr Bordstein mitgenommen. Na gut. Dann machen wir das doch so. Hallo. So, brauchen wir ein schönes Foto. Ganz vorsichtig. Ah. Ja, Profi. Nächste Haltestelle ZOB.
Hier stehen diese wunderschönen Waggons. Das sieht auch echt schön aus hier. Denn ist aber alle auf einmal her. Die fahren so langsam, mein Gott. Leute, ich habe Fahrplan einzuhalten. Schlaft doch, schiebt doch euer Auto. Wer hält sich denn bitte an die 30er? So, 5 Minuten Verspätung haben wir schon angesammelt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ja nichts. In Berlin, we say, pünktlich. Warum heizen Sie denn so? Darum. Heckenweg. Mal so. Guten Tag. Guten Tag. Gestern bin ich hier, weil ich so überrascht war. Ich bin ja ohne Navi gefahren. Da kam auf einmal eine Haltestelle. Bin ich hier mit 60 reingekachelt, ohne Bordstein mitzunehmen. Jetzt fahre ich hier vorsichtig rein und ich bin voll mit. Naja. Dafür bin ich vorhin in der engen Haltestelle durchgekommen. Nächste Haltestelle, Lorbeerstraße. Hey, ich bin. Oh weia, der ist nicht angehalten. Der kommt aber auch gerade nicht wirklich vom Fleck, ne? Der wird ganz schön aktuell. Das ist warm hier. Ja, das kannst du laut sagen. Wir haben es 30 Grad hier im Bus. Oh
gleich. Nächste Haltestelle, Altstadt Nord. Jetzt will ich mal schauen, öffnet die sich in der Mitte auch automatisch? Nee, aber da will auch keiner raus. Nächste Haltestelle, Altstadt Kirche. Also ich glaube, ihr werdet den Bus wirklich öfters auf meinem Kanal wiedersehen. Guten Tag. Und einmal bin ich den im Live gefahren, aber da ist mir Omsi abgekackt ständig. Jetzt läuft's ja. Na los. Los. Nächste Haltestelle, Altstadt Süd. Hallo. Okay, die in der Mitte öffnet sich nicht automatisch. Sehr wenig los, ja, dafür, dass ich die AIDES echt gut geschraubt habe. Aber ich glaube, es ist besser so. Sonst würde ich hier nirgendwo vorankommen, wo die AI nicht voll ist. Nächste Haltestelle, Hermann. Nichts. Na komm. Fahren die alle nur 20 oder was? Und schleppen alle ihre Autos. Zu spät sind sie mal wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Immer kommen sie zu spät. Dachte, das ist der umliegende KI hier.
ja, fürs nächste Mal weiß ich, ich setze einen kleineren ein. Ich muss sagen, dieser Matrix, das hat schon was. Finde ich besser als Rollband. Gut gefüllt aber. Nächste Haltestelle, Krankenhaus. Haaren scheint einen sehr modernen Fuhrpark zu haben, ich glaube. Da ist es eher als Sonderfahrt hier anzusehen. Wenn hier mal so ein Asbach-uralter Bus auf seine Linie herumschleicht und durch den engen Fahrplan mittlerweile 7 Minuten Verspätung hat. Schaut euch mal, was da rauskommt. Ich glaube, da sind wir auch gleich da, ne? Krankenhaus? Ja. Sind wir doch gleich da. Ich glaube, ich bin auf der falschen Spur. Nächste Haltestelle, Bunte Siedlung. Also mal, der Fahrplan ist auch wohl nur zur Deko da, oder was? Ja, ja, der ist nur ein Vorschlag. Ist nur eine Empfehlung für mich, wie ich fahren sollte. Nächste Haltestelle am Einfang. Das ist übrigens das eigene Omsi-Bär-Design hier, ne? Wenn Busse für den Omsi-Bär fahren, dann haben wir dieses Design. Oh. Nächste Haltestelle, Livry-Gagan-Straße.
Ey, die schaffe ich nicht. Oder? Doch. Gerade so. Also wenn ich das richtig sehe, die darf jetzt Hallo. Eine Station mitfahren. Okay. Nächste Haltestelle, Buchenau. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wunderbar, dann sind wir doch heil am Ziel angekommen. Mit nur 5 Minuten Verspätung. Haben wir sogar Zeit aufgeholt. Halten wir hier am Bäcker. Wunderbar. Das war sie, die wunderbare Tour hier in Haaren nach Buchenau. Mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Video.